Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf kleines Land von Kalle, den Supermapper. Ja, ist ein Supermapper. Andere machen auch schöne Maps, aber der Kalle ist ein Supermapper. So. Haben wir das direkt auch mal geklärt, ne? So, Kollege. Wie ist die Lage? Fährst du auch mal schneller? So, wir wollen eben hier ein Schweinchen füttern. Ah, hier müssen wir auch noch hinheizen, ne? Wir müssen hier noch misten. Hab ich gar nicht mal dran gedacht. Wir müssen hier noch Mistelinski machen. Ja, ich hab's vergessen. Tut mir leid. Asche auf mein Haupt. Der Mopfi gleich erstmal. Haben wir hier Mischstreuer stehen? Ne, ey, wir nehmen unseren coolen Mischstreuer mit. Wozu haben wir den an Hof? Schmeißen wir gleich eben fix hinter den Lanz. So, da kommt nichts. Schild ist noch da. Abfahrt. Uns ein bisschen eilig, wir müssen Schweine sauber machen. Kann es ja nicht sein, dass die da in Dreck stehen. Na, hier werden die armen Schnitzelsteckdosen noch dreckig. Das geht nicht. Dann sind die Zuschauer beleidigt, wenn die ein dreckiges Steak kriegen, ne? Ne, deswegen hier ein bisschen Hackengas. Hier eben den Blinker setzen. Langsam um die Kurve fliegen, ne? Trecker abstellen, warten. Du bist auch fertig, ne? Mal vorrein lassen. Oh ne, ich weiß, was hier falsch läuft. Kann ja nicht sein, ne? Unfahrbar die Kiste, wenn da kein R&T drin ist, ne? Unsere Primus, ey, die müssen wir auch noch unbedingt testen, Leute. Oder Mokfi auch noch. Jetzt fliegen wir eben zum Hof. Und dann eben. Zack, zack. Da eben schnell hingejuckelt, ne? Gibt schlecht Wetter, ne? Mal guckt ihr das Video. Freitag guckt ihr das Video, ne? Nee, dann ist schlecht Wetter vorbei, Leute. Müsst ihr euch nichts denken, dass jetzt hier draußen wieder rumwindeln ist und dies hier. Nee, schlecht Wetter ist dann vorbei. Hat der Wettervogel heute Morgen gesagt. Weiter ist wieder gut Wetter. Aber hat ja auch Vorteile, ne? Das ganze Laub fliegt zu den Nachbarn, was jetzt runterkommt. Hast du Arbeit gespart, ne? Muss man ja auch mal positiv sehen. Das muss man auch mal positiv sehen. Ne? Und ich habe meine Schuldigkeit gestern getan. Kann keiner sich beschweren. Ich habe gestern noch Laub weggemacht. Minute. 3 Minuten 27, Kalle. Schilder stehen noch. Ich habe aufgepasst. Da ist ja auch noch was drin, ne? Aber da brauchst du auch nicht die volle Schlauchgetüte. So, du bleib mal eben hier stehen, du bist dreckig. Oh, du hast sogar Miss Pike dran. Perfekt! Hast du noch Stein hinter? Ne, noch perfekter Abfahrt. Komm, Fliegemann und Söhne. Wir müssen Schweine sauber machen, nicht dass hier noch irgendeine Demo ist von den Schweinen. Wir wollen raus. Hier ist dreckig. Nee, kannst ja nicht machen, ne? Wegen ihm hier der fix den Schweinestall. Ich hatte einen Rückwärtsgang reingemacht. Bierenflucker. Oh, den Teller, der locker. Oh, ein bisschen Traktionsprobleme. Oh, der passt. Ich dachte schon, der wäre zu groß, aber... Da
Da, Bulle Henry. Da ist Bulle Henry, da. Guck, guck, guck. Lieber Zuschauer. Bulle Henry. So, gib Schub da. Meine Schweine haben schon Demoschilder. Hauptsache blinken, ne? Und Gas wegnehmen, wenn du um die Kurve fährst, so wat. Wir haben auch einen Mitarbeiter, der fährt so Fahrrad, ne? Ist auch so ein Bierenpflücker, ey. Das ist auch so ein Bierenpflücker. Jetzt vergessen die Makara. Und so anhören vom Gas. El Perfecto, ne? Wieso hätte man das auch schön auf der Talbach lösen können, ne? Jetzt fährst du einfach da einen Mischstreuer in die Ecke hin. Kannst du hier hinstellen, ne? Frisst ja kein Brot. So, kannst du einen Schottendruck zufahren. Ne, das brauchen wir heute nicht. Stellst du ihn hier hin. Kuppelst du ab. Machst den nächsten Gang rein. Aber vorher musst du noch Tür aufmachen, ne? Ganz wichtig. Tada! Die Rettung ist da! Was machst du da? Was machst du da? Geht's dir nicht gut? So. Dann gehen wir da beiseite. Chef von die Vermissung. Hallo, Chef von die Vermissung muss doch mal in den Stall. Falls du da reinkommen. Hallo. Kann doch hier nicht noch Slalom fahren. Sag mal, gehst du mal mit dem Arsch an die Seite da? Sorry, darf man gar nicht sagen. Gehst du mal bitte mit deinen werten Clown da ein bisschen weg? Da muss doch was sein, ne? Ja. Oh ne, wir dürfen ihn nicht voll machen, ne? Dann haben wir Probleme. Ist ja perfekt, ne? Gut, dass wir so einen schicken Schlepper dafür haben. Kannst mal eben schnell mit den Stall heizen, ne? Muss nicht immer riesengroß sein. Hier ist ein kleiner Lütten. Mit so einem schönen Mischstreuer hier. Fährst du da dran? Machst du ihm ein Bildchen? Weil brauchst du ja für die Nocke. Und dann machst du V. Wenn das Gerät angewählt wäre, siehst du auch voll Tüfte. Ne? Guck mal. Dann ist das da drinnen. Dann klingst du den wieder ein durch den Rückschub. Wenn das nicht perfekt ist, oder? Wenn wir aber gleich hier sind, können wir auch eben einstreuen, ne? Dann sind die wieder glücklich. Vorsicht! Hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Muss man mal ganz ehrlich sagen, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Das, was ich eigentlich machen will, ne? Da komme ich nie zu, ne? Das ist hier krank auf diesem Kanal. Irgendwas will ich immer machen, aber oh, mach mal nächstes Mal, ne? Weil irgendwas ist ja immer. Dann siehst du das noch. Noch das machen muss, dann musst du noch dies machen, dann machst du den Trecker aus Versehen aus. Weil du zu doof bist, die Knöpfchen richtig zu drücken. Läuft.
Hä? Bisschen Strohdusche? Hallo. Wie weit soll ich denn noch vorn? Perfekt, hier so ein bisschen da, mal hin und dann da. Ja, mach mal Ida. Achso, war zu weit oder was? Achso, darfst du gar nicht so weit. Oh. So. Das war's schon oder was? Ich glaube, unsere Schweinchen sind glücklich. Weil die so einen vorzugsvollen Bauer haben. Haben wir schon ein neues Schwein gekriegt? Nee, ne? Haben wir 17 Schweine gekauft? Kann doch gar nicht sein. So viele Schweine haben wir doch gar nicht gekauft. Guck mal in den letzten Folgen, ob wir schon Schweine gekriegt haben. Kartoffel oder Zuckerrübe? Wir müssten hier mal Kartoffeln hinfahren. Ich hab keinen Bock, Drescher zu fahren. Bin ja ganz ehrlich. So, auf zum fröhlichen Dreschen, Leute. Lecker. Perfekt. Läuft. Kaffee, Dreschkasten. Schickifoni. Ja. Kommt zu Hause so. Läuft. Was anderes kann man da stellenweise nicht zu sagen, außer läuft. Oh, Stolper. Bei denen läuft auch. Darf ich auch mal wieder was sagen? Danke. Ich wollte euch ja nicht unterbrechen, während ihr da so viel erzählt, ne? Also ich bin da ja ganz flexibel. Dann halte ich mal ab und zu meinen Mund dann, ne? Schönes Mäppchen hier, ne? Jetzt stellt euch mal vor, ne? Habe ich letztens schon mal gesagt, ne? Stellt euch mal vor, der Kalle wird jetzt eine Map machen, ne? Wo kleines Land und Talbauer zusammen drauf wären. Und das wäre dann getrennt durch ein Gebirge. Ne? Wisst Bescheid, ne? Stellt euch das mal vor. Boah, und dann noch so ein Bergwiesen da dabei, ne? Wo du dann so einen Berghof mit Kühe hinmachen kannst. Oder ein paar Schafe. Träumchen. Träumchen. Stellt euch das mal vor. Wäre nicht schlecht, ne? Hast du den Wink mit Zaunfall verstanden? Nein, das wäre viel zu viel Arbeit. Aber wäre schon geil, ne? Von diesen Gedanken komme ich ja gar nicht weg, ne? Weißt du, Svenny mit einem Lanz durch ihr Serpentin. Hinten so ein bisschen Weizen drauf, weil die auf Talbauer brauchen, ne? Und dann. Ja, cool. Hätte was, ne? Ist schon cool, ne? Schon gesagt hat, das echt cool wäre. Ja, ne? Ja, aber geht leider nicht. Zu wenig Zeit. Ist schon cool. Ich weiß auch gar nicht, ob sowas geht. Du müsstest dann eine Vierfach-Map nehmen, ne? Oh, ne. Ein Gänerchen, habt ihr das gehört? Das war ein Gänerchen. Ist schon 3 Uhr gleich wieder, ne? Und nächstes fertig, ey. Ich krieg einen Föhn. Nee. Oh.
Ja, 2 Stunden brauche ich noch. Perfekt, oder? Oh, und die Folge ist auch zu Ende. Liebe Leute, ich sag dann erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.